Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Reshef, der Zerstörer. Und im letzten Part haben wir uns ja die ganzen Geisterkarten geholt von unseren Duellanten-Freunden. Ich denke mal, dass wir alle haben und jetzt in Pegasusburg gehen können. Ja, ich denke, wir haben alle, ne? Kann sein, dass ich blöd bin, aber ich denke, wir haben alle. Kannst sie nicht haben. Okay. Ich kann diese Karte anscheinend nicht haben, aber ich hab sie. So. Einfach Fluch des Drachen setzen, das passt schon. Okay. That's bad für mich. Das ist wirklich kacke gerade. Oh mein Gott, er hat Tribut beschworen. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Machen wir kaputt und direkt. So. Das ist natürlich jetzt weniger cool. Ich muss mich jetzt wieder mit allen verteidigen. Tribut beschwören. Kann ich mal so machen. Das so. Unlucky. Aber ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Meine, alle Duelle brauchen wir uns immer einen zweiten Try anscheinend. Aber ja, das kann ich so akzeptieren. Duell gewonnen. Barox bekommen. Es ist meine Geisterkarte, das Licht. Gut. Hallo, Rex Raptor. So. Das wird auch bestimmt kein cooles Duell. Die hebe ich mir mal auf. Natürlich gut zu wissen, dass er Bodenkarten spielt hier. Dadurch kann ich viel mehr machen als gedacht. Okay, geht leider nicht. Ich spiele mal verräterische Schwerter. Machen seine Karte kaputt. Direkt, direkt und direkt. Und wieder so. Und so. Und so. Nächsten Zug haben wir es alle Fälle safe. Nicht in Verteidigung spielen. Und bumm. Gewonnen. Gut. Das der gegen Rex Raptor war leichter als gedacht. Meine Geisterkarte. Ja genau, weg mit dir. So, Weevil, Underwood, egal was du besitzt. Wenn ich gewinne, bist du erledigt. Ja. Boah, kann man so stehen lassen. Doch, ich check erstmal ab, was er spielt. Boah. Kann ich mit leben. So und so. Onki war unser Nemesis bis jetzt nur Bones. Ja. Ja, kann man so stehen lassen. So, hier und da gewonnen. Borkkäfer, Königin. Weiter geht's. Marco Tsunami. Ja, das ist eine unserer Nemesis. Definitiv.
Aber deine Karten haben keinen Feldpower-Bonus. Das heißt, es ist winnable. Really? Yikes. Ich war mal unlucky. Bleib du mal in Verteidigung. Gewonnen. Also Wasser, irgendwas bekommen. Ich habe verloren. Ja. Piep, warum hast du so lange gedauert? Hier ist jedoch dein Ende gekommen. Was? Okay, ich habe doch eine Karte vergessen. Und ich war mir echt sicher, dass der eigentlich nicht dazu gehört. Duell gewonnen. Du, alle verachten mich. Ja, genau. Das heißt, ich muss hier wieder den ganzen Weg zurückgehen. Und piep, 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 wegen was? Ja, du landest. Ja, genau. Ich hoffe, wir kriegen das schnell geregelt. Wir sehen uns hier nach dem Duell, wenn ich die Karte bekommen habe. So, Duell gewonnen, piep, piep. Okay, du hast gewonnen. Ich weiß ja nicht genau, wogegen du kämpfst, aber nimm doch meinen Shinzo mit. Genau, dankeschön. Shinzo erhalten. Gut, dann speichern wir das die ganze Mal. Oh, hat das Spielfeld geändert. Dankeschön. Macht natürlich einiges angenehmer. So, hier so angreifen und das so. So. Putz. Putz. Das setze ich mit Verteidigung. Schön. Ich habe nicht gedacht, dass er angreifen wird. Das so. Das so. Und das so. Putz. Und Duell gewonnen. Ja. Da haben wir eine Karte bekommen. Meine Brüder, sie rufen mich. Genau, geh weg. Gegen wen ich auch immer kämpfe, ich gewinne immer. Wäre ich mir nicht so sicher, My Valentine. Was hast du? Die Karte hast du gerufen. Das ist natürlich bad. Okay, passt auf, ich use den Effekt. Das war obvious. So, greif so an. Ich ruf mal dich in Verteidigung. Auf dich kaputt. Greif mit dir direkt an. Komm schon, lass mich doch in Ruhe. ATK hast du... Ach, weil du ein Lichtmonster bist, hast du so wenig. Ich habe mich gerade gewundert, warum du so wenig ATK hast. Ja. Wird wohl ein längeres Duell. Es wird Schwachsinn, dich zu rufen. Und ich bin down.
Okay. Ich habe einen neuen Try gebraucht, aber das war einfach easy, das Duell. Tja. Da habe ich deine Geisterkarte und tschüss. Komm her, blauiger weißer Drache. First Stream of Ruin. Okay. Alle Fälle machbar. Da bist du also endlich, aber zu spät. Pegasus, ich werde ihn selbst erledigen. Seto, du allein, nein, eine Götterkarte reicht nicht. Du hättest keine Chance, weder gegen Pegasus noch gegen Geschäft den Dunklen. Mein Deck ist stets das Stärkste, kann gegen keinen Gegner verlieren. Dann duelliere dich mit mir, großer Bruder. Mit deinem stärksten Deck. Was, Mukba? Was sagst du da? Diese Welt wird ohnehin von Reshef beherrscht werden. Besser den Kampf aufzugeben und sich mit dem Schicksal abzufinden. Der Geist dieses Kindes wird von einem anderen gesteuert. Verdammt, sei Pegasus. Wie kann er es wagen? Großer Bruder, stehst du auf meiner Seite oder willst du ein Duell? Mukba, ich kann nicht gegen Mukba. Hier, kämpf du an Setos Stelle. Nur so kann man Mokubas Gehirnwäsche aufgehoben werden. Ja. Was immer will sich mit mir duellieren? Gut, die Ante-Karte ist ohnehin deine Götterkarte. Egal, mit wem ich mich duelliere, solange ich eine Götterkarte dafür bekomme. Mokuba, großer Bruder, sei nicht so niedergeschlagen. Nach Simmer bist du dran. Okay, dann machen wir das mal schnell. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Part hier. Wir haben eigentlich viel geschafft, muss ich sagen. Wir haben viele Duelle gemacht. Das muss erstmal ausreichen. In diesem Part machen wir Mukuba dann komplett platt. Das schaffen wir schon. Ist auf alle Fälle machbar. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und auch ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.